Jawohl, den schaffen wir. Da gehe ich voll drauf jetzt. Den erledige ich jetzt. Junge, lauf! Deiner auch nicht. Lol. Ironie wird auf der. Siri ist aber. Siri ist aber saftig. Junge, Junge, Junge. Also wirklich, ich habe noch nie einen Charakter gesehen, der so schön ist, wirklich. Ich will nicht übertreiben, aber wirklich. Sehr, sehr schön. Nein, noch nie erwähnt. Wollte ich irgendwie meinen, aber ich bin nicht über. Also eine Folge ohne ist halt auch nichts, ne? Muss mindestens eine Folge mit ihr haben hier. Ist ja halt auch nichts. Also zumindest eine Aufnahme. So, das haben wir. Oh Mensch, ey. Die gehen mir aber auch auf den Sack, ne? Ich weiß aber nicht, wo der kommt. Haha! Auf dem Arsch. Oh. Er hat es gesehen. Er hat mir voll den Nacken gehauen. Zweimal, zweimal. Einmal richtig und einmal nicht richtig. Das sind ja richtige Assis, diese. Diese Nebelings sind ja richtige Assis. Dankeschön, Veneta, dass du mich anlachst. So, sprich mit dem Waldler. Jawohl. Das war ja ursprünglich der Plan. Wir gehen hier erstmal aus dem Sumpfgebiet raus, ne? Oh nee, Junge. Ach komm, wir. Wir sind weiter. So sterbe ich heute 20 Mal. Ich meine, für die, die auf das gewettet haben, ne? Immer daran denken, die Entscheidung liegt. Oh. Bei mir. Bei mir. Wie habt ihr denn euer Wochenende verbracht? Was habt ihr denn gestern Schönes gemacht, ihr Lieben? Gestern haben wir uns ja gar nicht gehört. Was gab's denn Schönes gestern bei euch alles? Jawohl, den schaffen wir. Da gehe ich voll drauf jetzt. Den erledige ich jetzt. Junge, lauf! Gab's irgendwo, war irgendwas Besonderes bei euch? Gab's heute vielleicht bei jemandem irgendwie was Besonderes zu essen vielleicht? Weil ja Feiertag ist. Tag der deutschen Kecklappen ist heute. Tag der deutschen Einheit. Gab's da irgendwie was bei euch? Also bei mir gab es heute Toasti mit Limburger. So, jetzt können wir Plätze holen. Komm rein, Junge. War da gerade irgendwas rot? Nur Plätze, warum versteckst du dich denn im Gebüsch? Hast du Angst? Oh, let's go. Wenn ich mir nachher einen Kaffee mache, gucke ich mal hier im Chatbot, ob es da irgendwie was gibt. Bezüglich Witcher und Death Counter.
Hier gehen wir mal zu Fuß durch. Vielleicht das ein oder andere Schmuckstück noch mitnehmen. Gestern habe ich Hausaufgaben gemacht, war einkaufen, habe Salat gemacht und habe dich geärgert, Töpchen. Später war ich unterwegs. Das ist schön, Vanita. Das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, es in Worte zu fassen. Also, das mit dem Ärger zumindest. Hausaufgaben, sowas gibt's noch. Ich krieg direkt Gänsehaut, ne, wenn ich Hausaufgaben lese. Sag nichts mehr. Junge, er kotzt ja einfach sich die ganze Seele aus dem Leib. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Ich auch. Halt. Das ist alles meins. Die wurden abgeschafft, weil die von alten weißen Männern erfunden wurden, um Minderheiten zu diskriminieren. Sarkasmus. Auch morgen zusätzlich frei bekommen? Ja, doch. Für Hausaufgaben nimmt man das doch mal in Kauf, ne? Ich habe die Ehemann nie gemacht, sonst würde ich hier nicht sitzen und streamen. Nein, Spaß. Na, in der Schule war ich schon raufbold. Ja, was heißt denn Aufbeut? Ich hab halt. Ich will nicht sagen, schlecht in der Schule. Ich war eigentlich ganz gut in der Schule, nur ich wollte halt immer nie. Ne? Ich hatte immer nicht so das Interesse am Unterricht. Natürlich, letztendlich bereut man's. Schrimpi, danke schön für deinen Lurk. Tito sagt er. Ach, wir haben uns dann immer mit so später, denn wenn man älter wurde, mit der Kiste Bier in die Cafeteria gesetzt, fand den der. Direkt war mir nicht so gut und dann bin ich damals, sage ich ja ganz ehrlich, bin ich rausgeflogen. Also ich bin nicht sitzen geblieben, ich bin rausgeflogen nach der 8. Oder, ja, nach der 8. wurde ich dann rausgeschmissen aus der Schule. Und dann ging es weiter in der Berufsschule für mich. Alex, grüß dich, guten Abend. Ich bin auch in die Log-Serie gesucht. Vanita, viel Spaß dir. Dankeschön für den Loki. Hier, könnt ihr lesen, ne? Ja, stolz ist man nicht drauf. Ich hätte gerne mir doch ein bisschen mehr Mühe gegeben und hätte das gezeigt, was man halt auch kann, denn ja, ich wäre gerne, also eigentlich war ursprünglich in der Jugend war geplant gewesen, dass ich Fachkräfte für Einstellungstechnik machen. Das wollte ich immer ganz gerne machen. Letztendlich ärgere ich mich darüber, dass ich es nicht gemacht habe und dass ich nicht in die Berufsfeuerwehr gegangen bin. Ich wäre auch gerne in die Berufsfeuerwehr gegangen oder auch Krankenhaus. Ne? Ich habe jetzt zuletzt im Krankenhaus gearbeitet, bevor ich Vater geworden bin. Als Operationsassistent. Ich weiß, man sieht es mir vielleicht nicht unbedingt an. Aber da habe ich Operationsassistent gemacht. Da hätte ich auch sehr gerne weitergemacht letztendlich. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Das war dann doch schon ein Traumberuf gewesen. Ich hatte eigentlich denn vorgehabt, eine Umschulung zu machen für die Gerichtsmedizin, also Pathologie, Gerichtspathologie. Aber dann bin ich ja Vater geworden und dann ist das einfach nicht mehr möglich gewesen. Oh, nett. Ja, das war ganz nett, ja. Ich habe mich da beworben als Metallbauer. Ich habe mich da eigentlich ursprünglich beworben als Metallbauer, dann war ich im OP. Naja, hast du ja auch eine Bohrmaschine. So, nimm mal alles mit hier, was wir nah kriegen können. Komm mal ran hier, Junge.
also ich sag mal, na klar, man hätte vielleicht weitermachen können, ne? Gerade so Gerichtsmedizin, Umschulung und so. Wäre mein Kind gesund, ich glaube, dann wäre das schon irgendwie gegangen. Aber es ist dann doch deutlich schwieriger, wenn man noch ein Kind zu pflegen hat. Aber auch so allgemein alleinerziehend wäre es schwer geworden. Keine Frage. Aber es ist halt witzig, ne? Man bewirbt sich eigentlich im Krankenhaus als Hausmeister. Und dann wird dir gesagt, ja, nö, da suchen wir eigentlich keinen. Aber wir suchen jemanden für den OP, der OP-Sachen sterilisiert, ne? Also hier so Spritzen und so weiter und Skalpell, Bohrer und was nicht alles, ne? Klemm, dies, das, Ananas. Naja, und dann ist man da drin und dann hat man da schon richtig Bock drauf. Und dann habe ich mir auch zu Hause immer Operationsvideos angeguckt, habe zu Hause selber gelernt, dass ich alles verstehe. Naja. Naja, dann hatte ich aber einen Unfall gehabt mit meinem Knie. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Und dann wurde ich 6-mal operiert daran. Und dann hat sich das wieder erledigt gehabt. Dann wurde ich gekündigt. BB-AG. Ich bin schon 2-mal gestorben übrigens. Ich bin kein großer Redner, aber setz mich auf ein Pferd und Hossa. Sieh, wie ich sitze. Sprich mit Radko. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Sehr gut, sagt er. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Macht ja auch gar keinen Sinn, Eggy, die Null. Trag mich ein. Pferderennen machen wir mit. Kein Problem, oder? Das ist nicht nötig. Solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Hä? Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert, gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bock? Hans Eisenarsch? Ich mache ins Eisenarsch. Wir setzen alles, ich mal gewinne. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Eisenarsch, los, Junge. Highlight des Tages für mich. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aufsetzen. Das wird doch nichts. Eisenapfel, wenn das hier vorbei ist. Los. Ich hatte doch schon mal ein Rennen gemacht und hatte das gewonnen, aber ganz knapp. Oha, was ist da los? Kann ich da drüber springen? Okay, nee. Da kam mir noch eins oben rüber. Oh! Was stehen denn die da so rum, ey? Oha, er ist dicht hinter mir. Du kriegst einen Reifenapfel, wenn das hier vorbei ist. Ein Reifenapfel? Er hat gerade ernsthaft sein Pferd mit einem Reifenapfel bestochen. Oh Gott, hier ist der Weg. Der Weg ist so schlecht zu sehen. Oh nein! Ich hätte besser mit der Ausdauer. Okay. Mensch, es geht nicht so. Hey, grüß dich, Justin. Danke für den Gartenzwerg. Vielen, vielen Dank. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Mhm. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön, wer will noch teilnehmen? Jeder zahlt gerne wieder, Freunde. Mir Spaß gemacht. Los, lauf! Das hätte ich jetzt wieder nicht gesehen, wenn ich Schnellreise gemacht hätte. Neuer Gegenstand erhalten, Satteltasche? Ist das die Satteltasche? Ist das jetzt die besorgte Tasche? Jetzt haben wir sie, Eggy.
Jetzt habe ich Satteltasche. Jetzt habe ich 90 Platz. Sehr, sehr gut. Wo will ich denn hin? Ach ja, Skill. Hier. Müsste die jetzt hier sein, ne? Bei allgemein, ne? Oh, da ist nichts dazugekommen. Wutkontrolle. Adlerauge. Oder kommt noch? Oder kommt noch? Okay, ja. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall schon mal 30 mehr. Das ist schon mal viel, viel wert. Ich düse jetzt mal zum Weideler. Und dann der Ausräumen brauchen wir jetzt noch nicht. Ganz rechts, dritte Posi. Bin ich jetzt falsch? Das sind ja alles die Zeichen der Chemie. Aber habe ich jetzt... Warte mal. Doch vorhin. Was Neues eingesammelt. Welches Gen war denn das? Ach so, da kommt die dann. Ach so, okay. Ich habe ein neues Gen eingesammelt. Müsste ich nachher mal gucken, dann in Ruhe. Wir düsen jetzt erst so zum Weideler. Und dann machen wir einmal Hauptquest weiter. Und dann gucken wir beim Schmied, dass wir wieder ein bisschen was loswerden. Also ein Tod von mir irgendwie war dumm. Ich habe einfach die Wachen angegriffen. Vom Baron. Und der mit dem Speer war einfach zu stark. Plötzlich, Junge, so wird das hier nichts. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Hast du wirklich deinen Vater umgebracht? Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Eins fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Justin, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was seine Mutter angetan hat. Der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exxon. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Sehr gut. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich? 800, okay. Na gut. Quest abgeschlossen. Oh, einige Hexeraufträge drin, okay. Würde ich jetzt aber erstmal Hauptquest weitermachen. Und zwar das hier. Wir können ja immer Schritt für Schritt gehen, ne? Wir müssen, das ist ja das Gute, finde ich, ne? Du kannst nach und nach weitermachen. Du machst vielleicht ein, zwei Punkte und dann gehst du, machst mal wieder einen anderen Auftrag schnell nebenbei. Oder wenn du unterwegs sowas findest. Das finde ich ja so gut hier. Du bist dich daran gebunden, die Story durchzuziehen. Heya!
Ja, Actionjunge. War richtig rund hier. Komm schon. Kira, grüß dich. Brr. Hallöchen. Na, seid ihr zwei jetzt wieder alleine? Sind wir alleine. Kennst du ja ein bisschen Ruhe ein, sagst du? Oder war nicht so schlimm? Junge. Oh, okay, hat er es mir schon mal vorgestellt. Ja, du hast halt schon einen Hund, ne? Für jemanden, der keinen Hund hat, für den ist es, glaube ich, sehr schwierig dann. So war es ja bei mir gewesen, ne? Kommt natürlich auch immer auf die Hunde denn drauf an, ne? Lauf, Blitze! Oh, noch welche? Junge. Ja, aber ist wieder Fleisch, ne? Hoffentlich kriegen wir wieder Fleisch raus.